Achtung! Die nun gezeigten Gameplay-Szenen enthalten möglicherweise Spoiler zu Spielmechaniken, die mancher Spieler gerne selbst herausfinden würde. Ihr seid gewarnt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz, angespielt von holase.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute OpenTDD. Und weil das ein Klassiker ist, den eigentlich schon jeder kennt, nicht in der Standardausführung, sondern in etwas, was ich vor kurzem für mich selbst entdeckt habe, ist aber schon ein paar Jahre älter. Und das ist die New GRF, die neue GRF. Datei, File, Mod, wie auch immer, Wasteland, die es da gibt. Wasteland stellt so eine Art Fallout-Szenario nach. Es geht so weit, dass es sogar ein buchstäbliches Szenario gibt für OpenTDD, in dem die Welt aus der Spielserie Fallout nachgestellt wird mit allen Orten und so weiter und so fort. Und das ist das Interessante, das ist nicht nur eine optische Veränderung, sondern hierbei handelt es sich auch um eine Veränderung, die das Warenwirtschaftssystem anpasst. Sprich, der normale OpenTDD-Spieler freut sich drauf, er bringt Personen von A nach B und wieder zurück. Der Wasteland-OpenTDD-Spieler freut sich drauf, er bringt Wastelanders zu Fabriken, was deren Anzahl dezimiert, was postapokalyptische Orte quasi de facto aussterben lässt, wenn man nicht aufpasst. Und überhaupt ist im ersten Teil des Spiels sehr relevant, dass man die Industrie aufbaut, um dann irgendwann sehr viel später zu einem Punkt zu kommen, wo man sich de facto des Passagiertransportes annehmen kann. Denn das spielt zu Beginn der Postapokalypse überhaupt keine Rolle. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wie sagte dieser berühmte Fernsehkoch, dessen Name mir nicht einfällt, doch früher so schön? Ich glaube, es war Alfred Biolek. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Die Wüstendöner GmbH. Was ihr hier seht, ich habe gerade mal auf Pause gestellt, ist das sogenannte Wasteland New GRF. Also eine Modifikation, die OpenTDD in ein Wasteland-ähnliches optisches Szenario verpackt, umgestaltet, wie auch immer. Und zwar in einem relativ fortgeschrittenen Zustand. Ein normales Wasteland-Spiel beginnt im Jahr 2055, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie man unschwer erkennen kann, unten links in der Ecke sind wir im Jahr 2179. Ich habe also schon 2-3 Minuten hier rein investiert. Nicht, weil ich jetzt die ganze Karte schon terraformiert habe und das Spiel quasi abgeschlossen ist. Nein, das war wahrhaftig der Zeitraum, den ich benötigt habe, um dieses Spiel auch nur im Kern so weit zu verstehen, dass das, was ihr gerade seht, eine sich selbst versorgende, florierende Stadt, überhaupt erst zustande kommen konnte. Und bis dahin war es ein langer Weg. Und den würde ich heute mal versuchen, euch näher zu bringen. Das, was ihr seht, ist das Wasteland-Szenario-Pack, also auch gleichzeitig diese Anlehnung an die Welt von Fallout. Und ich habe ihn jetzt mal ein bisschen durch die Gegend gescrollt und habe mir mal etwas rausgesucht, was diejenigen sehen werden, die ein solches Spiel von vorne beginnen. Nämlich eine Welt voller Nichts. Da ist zum Beispiel dieser Ort hier, Phoenix, wird bewohnt im Spiel von Legion. Wie wir sehen, sehen wir nichts außer Ruinen, ganz, ganz viele kaputte Gebäude. Diese Gebäude liefern aktuell nur Wastelanders, das steht hier jetzt nicht. Wastelanders sind quasi Überlebende der Katastrophe, keine Bürger per Definition, sondern Wastelanders halt. Ich weiß nicht, wie ich es näher beschreiben soll. Tatsache ist, die hausen hier 19 Stück an der Zahl. Damit gehört dieser Ort zu einem relativ großen Ort der Modifikation. Und dieser Ort bräuchte jetzt, um zu florieren, um überhaupt wieder in feste Strukturen zurückfallen zu können, mindestens irgendeine Art von Nahrungsmittelversorgung, Irradiated Food, nimmt natürlich auch jetzt schon sauberes Essen entgegen, Clean Food und Wasser. Das sind die Dinge, die aktuell gebraucht werden. Vielleicht auch in dem Kontext nicht ganz uninteressant, wenn ich jetzt hier oben auf Optionen und Einstellungen gehe und sage Transparenz für Gebäude an, verschwinden die Gebäude und das, was übrig bleibt, sind so rote Flecken. Die zivilen Gebäudetypen in dieser Mod werden unterschieden in 4 verschiedene Stufen. Rot, Orange, Grün und Blau. Wobei Blau das Beste ist. Grün schon sehr weit fortgeschritten, Orange ist so das erste nach dem Zerfall, was sich quasi der Wiederaufbau nennen könnte. Und Rot ist eben das, was wir jetzt sehen, Ruinen. Würden wir jetzt diesen Ort, wie wir ihn hier vor uns sehen, anfangen mit grundlegenden Nahrungsmitteln und Wasser zu versorgen, würde sich dieser weiterentwickeln, bis er irgendwann im besten Falle ungefähr so aussieht. Hier jetzt am Beispiel von Vault 13 mit sage und schreibe 3 Einwohnern festgehalten, aber hier zu sehen sind kleinere Gebäude, 3 Stück an der Zahl und diese Gebäude haben jetzt schon andere Bedürfnisse. Sie nehmen kein verstrahltes oder beeinträchtigtes Essen mehr entgegen, wollen weiterhin sauberes Trinkwasser haben und benötigen jetzt für nächste Evolutionsstufe Building Materials, also
Baumaterialien für den, Überraschung, Wiederaufbau. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man die Transparenz für Gebäude einschaltet, wie eben angekündigt. Wir erinnern uns, Standardgebäude rot, diese hier schon eine Stufe fortgeschritten, orange oder dunkelgelb. Wie das danach aussehen würde, wenn wir hier jetzt reihenweise Building Materials draufwerfen würden, neben Clean Food und neben Water, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr jetzt so eine typische fortgeschrittene Siedlung im dritten Stadium. Das Ganze gucken wir uns auch nochmal in der Farbgebung an. Wie eben erklärt, noch einiges an Gelb, aber doch vereinzelt schon diese grünen Häuschen hier. Renewed Tower, das ist das, worum es geht. Oder was jetzt relevant ist, diese grünen Flecken hier. Denn die nehmen nicht nur entgegen sauberes Wasser und saubere Nahrungsmittel, sondern auch keine Building Materials mehr. Das heißt, das ist quasi eine vorübergehende Erscheinung, diese Belieferung mit Building Materials. Sondern die erwarten jetzt wahrhaftig die Einfuhr und auch nur die Einfuhr von Passagieren. Denn selbst Passagiere produzieren, tun sie noch nicht, was am Anfang des Spiels ziemlich knifflig sein kann. Denn stellt euch vor, ihr habt eine riesengroße postapokalyptische Karte und irgendwie ist alles zerstört und ist keiner mehr da. Niemand generiert Passagiere, aber mit voranschreitender Technik wollen die Leute Passagiere entgegennehmen. Also der Bedarf ist da, aber keiner, der den Bedarf deckt. Wirklich keiner? Nicht ganz. Um nämlich gerade im Anfangsstadium Passagiere überhaupt transportieren zu können, ich hatte ja eben gesagt, Städte nehmen nur Passagiere an, aber bieten selbst noch keine an, muss man diese Offshore-Plattformen finden, die sich irgendwo im Wasser befinden. Hier sind zum Beispiel zwei nebeneinander gelegen, oben rechts in der Karte wären nochmal welche wild verteilt. Klickt man nämlich einmal frivol amüsiert auf eine dieser Offshore-Plattformen, dann erkennt man, dass zwar auch Passagiere benötigt werden, aber ebenso auch Passagiere befördert werden, also generiert, wenn man jetzt aus Rohstoffsicht an die ganze Sache rangeht. Gerade im Anfangsstadium, wenn noch gar keine Stadt die Stufe 4 erreicht hat, gibt es eigentlich in dem Kontext nur die Möglichkeit, Passagiere über die Ölplattform zu generieren. Der beste und in meinen Augen sinnvollste, wenn auch teuerste Weg sind natürlich hier diese kleinen Kollegen, postapokalyptische Hubschrauber. Alternativ sollte es auch möglich sein, ein Passagierschiff bis zur Plattform zu schicken, dieses dort vollzuladen, das Passagierschiff an Land kommen zu lassen und die Passagiere dort über Umladen wiederum bis in die gewünschte Siedlung zu transportieren. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so zielgerichtet, wie es sein könnte, daher erneut meine Empfehlung, Hubschrauber. Hat man es irgendwann geschafft, eine der Städte mit nicht verseuchten Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Passagieren und Baumaterialien auszustatten, dann passiert irgendwann das hier, dann entwickelt sich die Wasteland-Siedlung, also eine Siedlung, wie man sie hier unten sieht, oder auch hier hinten in Klamath, so weit, dass sie eine selbsterhaltende Siedlung ist. Mit riesigen, wenn ich das so sagen darf, nicht ganz ins Szenario passenden Wohngebäuden, kleineren, standardisierten Wohnhäusern, diesen komischen Türmen hier und diesen lustigen Silos. Bei all diesen Gebäuden handelt es sich um sich selbst verwaltende oder selbstversorgende Gebäude. Das heißt, in dem Moment, wenn Stufe 4 oder sollte ich lieber sagen Stufe Blau erreicht ist, ist es nicht mehr notwendig, diese Stadt zu versorgen, sondern ab jetzt greift quasi, ich möchte fast sagen, der Standard von OpenTDD wieder. Das heißt, hier in diesem Bereich muss man für weiteres Wachstum nur noch, in Anführungszeichen, nur noch Passagiere transportieren. Und irgendwann besitzt die kleine Siedlung ähnliche Ausmaße wie The Den hier mit 5390 Einwohnern, Tendenz steigend. Bis es schließlich und endlich soweit ist, dass eine von der Postapokalypse oder von der Apokalypse zerstörte Stadt wieder so aussieht, wie man sie hier jetzt sieht, dauert es, und zwar richtig, richtig, richtig lange, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Mechaniken, die dahinter werkeln, aktuell noch nicht so, ich bin mal vorsichtig und sage, ganz ausgereift sind. Denn selbst der Entwickler und erfahrene Spieler hinter der Mod sagen, dass es einen konstanten und wiederkehrenden Strom an Waren geben muss. Das heißt, OpenTDD-Spieler sind es vielleicht gewohnt, dass sie sagen, hey, ich habe hier eine Ressource, die am anderen Ende der Karte ist und das ist eine riesengroße Strecke, die überbrückt werden muss. Also nehme ich mir einen riesengroßen Zug, jag den einmal über die Karte und freue mich darüber, dass am Ziel 300 Tonnen Nahrung ankommen. In der Theorie, rein von der menschlichen Denke her, liegen diese 300 Tonnen nun rum und versorgen nach und nach die Stadt und die Stadt kann wachsen. In der Praxis, und so konzipiert ist das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt, funktioniert es nicht. Die Menge dessen, was man transportiert, ist dem Spiel und der Wachstumsmechanik völlig egal. Deswegen hier ein kleiner Tipp. Ihr seht vielleicht hier an der Stelle diese kleinen Bahnhöfe. Die waren nicht immer im Zentrum der Stadt, sondern die waren außerhalb gelegen. Das Zentrum der Stadt war hier. Ich habe an diese kleinen Bahnhöfe
Hier unten ist The Dan Building Krams. Hier oben ist The Dan Gravel und Nahrung. Und ergänzend dazu hatte ich noch einen nicht enden wollenden Strom kleiner Fahrzeuge, die von hier oben Wasser bis nach The Dan bringen, nämlich an dieser Haltestelle hier. Worauf ich hinaus will, ist die Mechanik dahinter. Sieht vor, dass alle erforderlichen Waren innerhalb von 2 Monaten angeliefert werden müssen, damit sich Wachstum einstellt in der Stadt. Das heißt, wenn ihr, um das Beispiel von eben nochmal zu nennen, einen Zug habt, der 300 Tonnen Nahrung transportiert, dafür aber ein halbes Jahr, und das ist eine realistische Zeit in OpenTDD, auf der Karte durch die Gegend fährt, von A nach B fährt und zurückfährt, dann wird es so sein, dass sich in dem Moment einfach in der Stadt kein Wachstum einstellt, weil dieser Zeitraum von 2 Monaten überschritten wurde zwischen den einzelnen Lieferungen. Viel mehr Sinn macht es, die Waren eben auf so einen kleinen Außenbahnhof abzuliefern, diese riesige Ladung von 300, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und dann dort eine kleine, aber permanente Verbindung mit kleinen Fahrzeugen einzustellen, die immer mal wieder eine am besten kleinstmögliche Menge an Gütern in das Stadtzentrum transportieren. So hat man einen nicht endenden Strom an Versorgung. Die Stadt realisiert das, und wenn man jetzt hier in dem Fenster schaut, wird dann in dem Moment hier auch stehen. Die Stadt wächst jeden Tag. Aktuell sind es 12. In dem Szenario, was ich eben beschrieben habe, sind es eher so jeden 200. jeden 150. Tag. Also das erste Wachstum dauert wirklich sehr, sehr lange und irgendwann kommt man dann hier in die Stelle, transportiert ein paar Leute hin und her und dann hat man hier jeden 12. Tag und das Ding wird ein Selbstläufer. Das soll es soweit gewesen sein zu meinem kleinen Spoiler, wie man die Wasteland-Mod denn einigermaßen meistern kann. Das Ganze setzt natürlich auch voraus, dass man zwischendurch nicht irgendwie Konkurs geht oder pleite geht. Das ist zwischendurch ein bisschen schwierig, denn Geld ist zwischendurch schon ein kleineres bis größeres Problem. In dem Moment habe ich mir damit beholfen, einfache Industrien von A nach B zu beliefern. Letzten Endes war auch das irgendwann nicht mehr möglich, da sich durch die Zwangsbelieferung der eben genannten Waren ein stetiges Einkommen generiert hat, was die Ausgaben gedeckt hat. Und so konnte ich dann eben irgendwann diesen ganzen Kladderadatsch, den ich eben beschrieben habe, hier für diese eine Stadt umsetzen. Das ist die eine Stadt, da ist es schon fertig. Mein nächstes Projekt wird hier sein Ghost Farm. Da sind auch schon 270 Einwohner. Wenn man jetzt mal nachsieht, Transparenz, haben wir hier schon einzelne grüne Gebäude, die früher oder später hoffentlich auf blau wechseln werden. Und wir erinnern uns, in dem Moment, wenn blau da ist, dann fängt man quasi an, Passagiere von A nach B zu transportieren, soll heißen, dann nimmt die Stadt nicht nur Passagiere entgegen, sondern generiert auch Passagiere, die man wiederum transportieren kann, und dann ist der Sache eigentlich keine Grenzen gesetzt. Zum Vergleich nochmal, das Wachstum von Ghost Farm, hier ist nämlich dieser Wert, den ich eben gemeint habe, 143, also jeden 143. Tag ist ein Wachstum zu sehen. Wenn man jetzt anfangen würde, Passagiere von hier unten nach hier oben zu bringen, was ich glaube ich auch tue, dann sollte sich dieser Wert bald optimieren. Und so kann man eben auf dieser riesengroßen Vault Map, auf dieser riesengroßen Fallout Map, nach und nach jeden Ort, den man so kennt aus der Serie, beliefern, wieder aufbauen und in eine postapokalyptische Neuzeit steuern, die nicht ganz so bestialisch und tödlich ist, wie man es aus diversen Kinofilmen kennt. Wer bis jetzt noch dran geblieben ist, möchte bestimmt auch in Erfahrung bringen, wie man jetzt an das ganze Zeug rankommt. Das Ganze lässt sich sehr einfach über das Hauptmenü von OpenTDD realisieren. Es gibt den Punkt Erweiterungen herunterladen. Dann gebt ihr einfach ein, wer hätte es gedacht, Wasteland, denn davon spreche ich die ganze Zeit. Dort gibt es sowohl die New GRF-Dateien, also das hier, sowohl Town Names, sprich Städtenamen, als auch die reine File, inklusive der dazu notwendigen Abhängigkeiten. Außerdem noch das eben gezeigte Szenario, sprich diese Karte, die möglichst dem entsprechen soll, was man aus dem Fallout-Universum kennt. Und das installiert ihr, dann seid ihr auch schon good to go. Und wenn alles da ist, was ihr braucht, sagt man Szenario spielen, wählt Wasteland aus oder eben Fallout OpenTDD oder Fallout 123 Map. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche der drei Files ihr jetzt eben gesehen habt, aber eine davon startet ihr. Ihr werdet das selbst merken und dann habt einfach ein bisschen Spaß in diesem postapokalyptischen Transport-Simulations-Mod, den uns hier OpenTDD serviert hat. Ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß. Es hat mich eine ganze Weile gebraucht, das rauszufuchsen, wie es jetzt eigentlich funktioniert. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert, der das selbst rausfinden wollte. Ich werde vor das Video noch eine Spoilerwarnung packen, damit eben das nicht passiert. Ansonsten habe ich die Ehre, und das soll es auch heute schon wieder von mir gewesen sein. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut da rein und tschüss.